Es sind Nachrichten, die die Rap-Welt schockierten. Der Rapper Julio Folio feierte gestern seinen Geburtstag und wie viele spekulieren, wurde er jetzt Opfer einer Attacke. Wenn man einen genaueren Blick auf die Ereignisse aus Jacksonville wirft, wird einem klar, dass es sein kann, dass er wirklich Opfer einer Attacke wurde. In einem seiner bekanntesten Songs rappte er die Line: Er ging aus zum Essen an seinem Geburtstag, 4 angeschossen, 3 tot, auf dem schlimmsten Weg. Jetzt sieht es danach aus, als wäre er selbst auf seiner Geburtstagsfeier Opfer eines Angriffs geworden. Heute werfen wir einen näheren Blick auf die Ereignisse aus Jacksonville, damit wir auch verstehen können, was genau zu seinem mutmaßlichen Tod geführt haben kann. Stand jetzt ist es noch nicht mit Sicherheit bestätigt, dass Julio Folio eines der Opfer der tödlichen Schießerei war, doch viele Quellen berichten davon, dass er es war. Doch bevor wir in das Video starten, der beste Weg, um meine Arbeit auf YouTube zu unterstützen, ist es, das Video zu bewerten. Und wenn ihr Lust auf Geschichten aus der Unterwelt habt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Damit starten wir in das Video. Der Gangkrieg in Jacksonville ist wohl einer der brutalsten Auseinandersetzungen, die es in der Rap-Welt gibt. Es geht so weit, dass Verwandte aufeinander schießen, weil sie einer anderen Gang angehören. Dabei dreht sich alles um die ATK-Gang und die KTA-Gang und im Mittelpunkt standen die beiden Rapper Young & Ace und Julio Folio. Beide veröffentlichten unter anderem auch Hits, wo sie über die tragischen Ereignisse aus der Unterwelt berichteten. Sie erwähnten es nicht nur, es wurde auf die respektloseste Art gedisst, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Jacksonville ist so oder so schon dafür bekannt, dass sie eine von den gefährlichsten Städten der Vereinigten Staaten ist, wenn man es auf die Gangkultur bezieht. Die Fehde der ATK-Gang und der KTA-Gang ist und bleibt aber die, die in der Öffentlichkeit am meisten thematisiert wird. Young & Ace stammte ursprünglich aus Chicago, doch die Familie hatte sich schnell dazu entschieden umzuziehen und so führte sie ihr Weg nach Jacksonville. Und was soll man dazu sagen, seine Familie ist riesig. Er hat insgesamt 11 Brüder. Eines von seinen späteren Mixtapes würde den Namen Life of Betrayal tragen und man muss dazu ganz klar sagen, dass der Titel seines Albums auch seinem Leben entspricht. Er musste in seinen jungen Jahren schon unzählige Schicksalsschläge ertragen. Durch so ein Leben wird auch öfter in den Straßen von Jacksonville gelebt. Auch Julio Folio hatte es nicht immer leicht und er verlor auch während seinen jungen Jahren schon Freunde und Familie an die Straße. Young & Ace und Julio Folio hatten aber das gleiche Talent. Beide waren musikalisch sehr begabt und daher war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die beiden es schaffen würden in der Musikindustrie. Das Konzept eines Gangster-Rappers hatte schon immer gut funktioniert und die beiden wussten auch augenscheinlich, von was sie redeten. Julio wurde schon früher bekannt wie Young & Ace. Er war in seiner Stadt schon ein ziemlich bekannter Rapper. Der Krieg zwischen den beiden Gangs entstand aber nicht durch die musikalische Ebene, sondern es kam zu Problemen auf der Straße. Alles begann mit dem Tod von Zion Brown. Es war der Cousin von Julio Folio, der bei einer Schießerei ums Leben kam. Jemand brach in sein Haus ein und zu dieser Zeit waren Zion und 2 Mädchen im Haus, die alle 3 angeschossen wurden, aber es wurde nur Zion tödlich verletzt. Die Behörden begannen sofort mit den Ermittlungen und sie würden auch den Täter ausfindig machen. Wie sich herausstellte, hatte der Schütze auch Verbindungen zu Young & Ace. Das soll die erste Aktion gewesen sein, die den Krieg zwischen den beiden Camps so richtig angefeuert haben soll. Es würde aber auch nicht lange dauern, bis die KTA-Gang auf ihren Verlust antworten würde. Dafür begeben wir uns ins Jahre 2018. Ace, sein Bruder und 2 Freunde hatten eigentlich vor, einen Geburtstag zu feiern und daher gingen sie auch in ein Restaurant. Was sie nicht bedacht hatten ist, dass sie Feinde auf den Straßen hatten, die nur noch darauf warten würden, dass sie einen Fehler machen und so geschah es auch. Ace und seine Jungs waren unvorsichtig und sie posteten auf Instagram eine Story, in welchem Restaurant sie sich gerade befinden. Somit war es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis der Standort auch bei ihren Feinden ankommen würde und es kam, wie es kommen musste. Ace und seine Freunde hatten das Restaurant verlassen und sie machten sich gerade wieder im Auto auf den Weg. Es fuhr dann ein anderes Auto neben ihnen und es wurde auch nicht lange gezögert und das Feuer wurde eröffnet. Ace sprach später in einem Interview davon, dass er versucht hatte, seinen Bruder zu beschützen, doch es brachte alles nichts. Es wurde zu einer Tragödie, denn alle, die im Auto waren, wurden getroffen und nur Ace war dazu in der Lage zu überleben. Bei Ace war es auch wirklich ein Wunder, dass er überlebt hatte. Er wurde wie seine Freunde mehrere Male getroffen, doch er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und die Ärzte konnten ihn noch einmal retten. Ace hatte seinen Bruder und seine Freunde verloren. Julio nutzte diese Situation aber auch aus und er postete immer wieder auf Instagram und machte sich darüber lustig, dass Ace seine Freunde verloren hatte. Die beiden sprachen auch in Interviews über den Beef der beiden Gangs. Es war sowas wie ein öffentlicher Gangkrieg. Im Jahre 2019 ging es dann weiter. Der Rapper Boss Goon wurde gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen und er hatte kurz darauf eine Show in Jacksonville. Er und seine Entourage spielten die Show, doch es würde ein tragisches Ende nehmen.
Boss Goon kam in eine Schießerei und er wurde dabei auch tödlich verletzt. Boss Goon ist ein Rapper, der aus dem Umfeld der ATK Gang stammte. Young & Ace und Queso sind die berühmtesten Rapper der ATK Gang und Boss Goon war der größere Bruder von Queso. Auch Quesos Vater war bei der Show von Boss Goon und er wurde auch von den Schüssen getroffen. Doch Queso und sein Vater würden einige Zeit später verhaftet werden, da die Behörden davon ausgehen, dass sie die Verantwortlichen für den Tod von Lil Buck sind, der mit der KTA Gang unterwegs war. Wie man sieht, die Straßen von Jacksonville hatten keine Gnade. Es wurde geschossen und auch in Musikvideos wurde keine Gelegenheit ausgelassen, die toten Feinde noch einmal zu erwähnen. Auf Fulio wurde während der Zeit auch einmal geschossen. Es ist eigentlich so viel sicher, dass niemand auf den Straßen sicher ist oder war, denn es wurde immer nur darauf gewartet, dass ein Fehler gemacht wurde. Und wie es nun aussieht, war es Fulio selbst, der sich zu sicher fühlte. Die ersten Berichte über das Ableben von Julio Fulio wurden erst vor ein paar Stunden öffentlich gemacht, doch das Internet ist sich sicher. Julio Fulio soll das Opfer hinter einer Schießerei sein, die sich in Tampa abgespielt hatte vor einigen Stunden. Fulio wollte eigentlich dieses Wochenende seinen Geburtstag feiern und daher war es auch klar, dass er eine Party machen würde. In der ersten Story, die er gestern veröffentlicht hat, sprach er davon, dass er aufgrund seines Geburtstages eine Poolparty in Tampa machen würde. Er sprach davon, dass man sein Management anschreiben sollte, wenn man die Adresse haben will. Also es war schon den ganzen Tag klar, wo er sich aufhalten würde und seine Feinde hatten wohl auch seinen Standort herausgefunden. Wie man in den späteren Stories sieht, war die Party auch ein Erfolg und es kamen viele Personen, um mit ihm seinen Geburtstag zu feiern. Es wurde einfach nur Alkohol getrunken und gefeiert. Ein paar Stunden später kam dann die nächste Story, in der er davon sprach, dass die Polizei gekommen war und dass sie die Party beendet hatten. Danach machten sich er und seine Entourage auf den Weg zu einem Club, wo wohl ein befreundeter Rapper eine Show hatte. Auch hier hat er es öffentlich gemacht und daher wusste auch wieder jeder, wo er sich zu diesem Zeitpunkt befand. In den frühen Stunden von gestern wurde dann eine News aus Tampa veröffentlicht. 4 Personen wurden auf einem Parkplatz eines Hotels angeschossen, wobei eine Person tödlich verletzt wurde. Die Schießerei ereignete sich beim Holiday Inn Hotel. Die Polizei sprach davon, dass eine Person tot ist, aber die 3 anderen Verletzten würden es höchstwahrscheinlich überleben. Die Polizei hatte den Notruf um 4 in der Früh erhalten. Es wurden unzählige Schüsse abgegeben. Die Polizei verarbeitet gerade alle Informationen, die für sie zugänglich sind. Dabei geht es um Zeugen und Kameraaufnahmen, doch es konnte noch kein Täter gefasst werden und es wurde Stand jetzt auch noch nicht bestätigt, dass Julio Fulio das Opfer ist. Trotzdem gehen unzählige Personen davon aus, dass das Opfer wirklich der Rapstar ist. Doch jetzt würde mich eure Meinung interessieren. Denkt ihr, dass Julio Fulio wirklich zu unvorsichtig war mit der Veröffentlichung seines Standortes oder steckt eine ganz andere Geschichte dahinter? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und damit bedanke ich mich fürs Einschalten.